Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute, wieder quasi ein Produkttest-Video beziehungsweise, ich sag jetzt mal PR-Video. Mir wurden einige Sachen so zugeschickt und einige Sachen habe ich gewonnen und das möchte ich euch vorstellen. Und zwar fange ich als erstes mal an mit der Freundin Trend Launch. Das ist ein Produkttest, was ich gewonnen habe, aber da kann ich euch schon eine kleine Review dazu geben. Ich werde sie nur nicht einzeln auspacken, weil ein Produkt hat sich komplett geleert, und zwar das ist die Spülung. Ich habe auch alles so gelassen. Das Heft ist so gut wie eingeweicht, obwohl da eine Schutzfolie drin ist. Aber die Spülung hat sich komplett geleert. Ich habe sie versucht, drumherum sauber zu machen. Ich habe auch mit der Firma gesprochen, nicht mit Ghoul, sondern mit der Freundin Trend Launch, was man da machen kann. Weil testen kann ich es nicht. Also die Spülung fällt für mich weg. Aber das Shampoo, ich halte es extra so, weil ich habe es nicht ganz weggekriegt, alles was rausgelaufen ist. Zwei kleine Shampoos und ich hatte von Ghoul selber mal so ein kleines Shampoo zugeschickt bekommen. Und ich muss sagen, für ein Drogerieprodukt ist es der absolute Wahnsinn. Ein Volumen-Shampoo, wo ich das erste Mal sage, aus der Drogerie, dass es mir sehr gut gefällt. Ich muss jetzt nur noch testen, ob es so an mein Paul Mitchell kommt, was ich immer gerne benutze. Die Thickening-Serie von Lemon. Muss ich gucken, ob das so da dran kommt. Aber schade finde ich, dass ich die Spülung halt nicht testen kann. Und mal gucken, ob ich eine Rückantwort bekomme von Freundin Trend Launch. Da habe ich nämlich angerufen, da hieß es, man soll eine E-Mail schreiben. Da habe ich eine E-Mail geschrieben, aber bisher kam da noch nichts. Aber hat ja auch noch ein paar Tage Zeit. Der Test hat halt nicht so viele Tage Zeit, aber im Grunde genommen, ja, ist es auch nicht wahnsinnig schlimm, weil ich bin froh, dass ich das Shampoo nochmal habe und das nochmal ausgiebig testen kann, weil in der Mini-Größe hat man das so nach dreimal Anwenden schon aufgebraucht. Aber schon der erste Eindruck war schon sehr gut. So, dann habe ich von DM gewonnen Emoji Aloha Hawaii, ein Duschgel und ein Deo. Das Deo habe ich schon getestet. Also riechen tut's super. Es riecht wie Pina Colada. Ich hatte aber das Gefühl, also ich habe es jetzt zweimal benutzt, hatte das Gefühl, es tut nicht so schützen, wenn arg viel Sonne im Spiel ist. Dadurch schwitzt man ja auch mehr. Fand ich, war jetzt nicht so gut schützend. Aber ich werde es definitiv noch ein paar Mal testen und das Duschgel habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich habe das Testpaket erst bekommen, aber würde es mir extra zur Seite legen, dass ich es auch testen kann. Ich habe so viele Sachen zum Testen, ich weiß gar nicht. Aber gut, das ist halt ein Produkttest, das muss man nach vorne hinstellen, weil das muss als erstes dann auch, ich muss ja meine Meinung dazu äußern und deshalb wird es weiter vorne stehen. Dann mache ich mal weiter mit, ja, gute Frage, mit Louis Widmer. Und zwar habe ich das von der Firma bekommen. Und zwar eine Feuchtigkeitspflege, Sebo Fluid, unreine fettige Mischhaut, so eine kleine Probegröße, aber das werde ich weitergeben, denn ich habe ja trockene Haut, ich weiß nicht, was das mit trockener Haut macht. Ja, ich gebe es lieber weiter an jemand, der fettige Mischhaut hat oder unreine Haut, das habe ich ja nicht, Gott sei Dank. Eine Duschcreme für jeden Hauttyp, reinigt sanft, da können wir mal gerade dran riechen. Ja, also die normale Dusch, das ist aber dann das Duschgel von Louis Widmer, gefällt mir sehr gut.
Das hier weiß ich nicht. Es ist eine Blume abgebildet. Also ich habe auch so das Gefühl, das hat so einen leicht blumigen Duft. Aber würde ich auch irgendwann mal testen. Jetzt erstmal nicht. Denn dazu muss ich keine Review abgeben. Also, wenn ihr wollt, für euch, aber nicht für die Firma. Und toll finde ich natürlich, dass da so lila Papier drin ist. Dann ein kleines Heftchen. Da sind alle Produkte drin. Ein Kugelschreiber. Also wenn er blau schreibt, werde ich ihn definitiv benutzen. Mal gucken, ich schmiere mal hier rum. Nee, der schreibt schwarz. Aber nicht schlimm, ich werde ihn trotzdem benutzen. Aber blau stehe ich halt mehr drauf. Und dann habe ich noch zwei Produkte von denen bekommen. Eine Liposomal Sonnenmilch All Day für jeden Hauttyp und sonnenempfindliche Haut. Mittlerer Schutz 20. Wie viel ist da drin? 100 ml. Ja. Wäre theoretisch auch für den nächsten Sommer noch haltbar, weil ist noch gültig bis 09.18. Dann After Sun für jeden Hauttyp, kühlende Feuchtigkeitslotion ohne Emulgatoren, beruhigt und pflegt mit Aloe Vera und Vitaminen. Kommt natürlich perfekt quasi für den Urlaub und Louis Vuitton Produkte benutze ich sehr gerne. Gerade das Gesichtspeeling finde ich super. Und den Tonic, den benutze ich ja auch schon seit Jahren gern. Und es gibt die Augencreme, die benutze ich manchmal als Gesichtsmaske. Da habe ich aber nur, wenn die Proben da, weil so ein Pot kostet 20 Euro und ich habe einfach zu viele Masken. Wenn sich das so ein bisschen reguliert hat, ich versuche es zumindest, würde ich dann wieder Louis Vuitton als Gesichtsmaske kaufen. Wenn wir schon bei Sonnenmilch sind, habe ich hier auch was von einer Firma bekommen. Anidol. Kenne ich nicht. Steht sogar Tester drauf. Aber ist ja nicht schlimm. Das hat man ja manchmal oder gehabt bei der Glossybox, dass so Produkte dann auch beschriftet waren als Tester. Das ist ein Arnika. Ja, aber hier steht ja gar nichts auf Deutsch. Uso Pediatrico. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Spanisch oder so. Ja. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall ist es ein Stick mit Lichtschutzfaktor 50. Ich denke mal, meist diese Sticks sind ja eigentlich für Nase und Gesicht gedacht. Und gut riechen tut es nicht. Aber mal gucken. Also ich nehme es mit. Ob ich es benutzen werde, ist eine andere Geschichte, weil ihr wisst ja, ich lege sehr viel Wert drauf, wenn es im Gesicht ist, dass es auch zumindest nach nichts riecht. Aber das riecht halt schon so, ja, nach Naturkosmetik, was ja nicht schlimm ist. Aber wenn ich hier lesen könnte, was draufsteht, könnte ich euch mehr dazu sagen. Hier steht nur Arnika und Karit, aber ich weiß nicht, was Karit sein soll. Ja, mal schauen, was ich damit mache. So, dann dachte ich, werfe ich hier mal so ein Unboxing rein, denn ich bin eh einer der Personen, die als Nachrücker kamen, nämlich die Lavera Box. Da bin ich nachgerückt, weil wahrscheinlich diejenige, die gewonnen hat, denen die 10 Euro nicht überwiesen hat. Also die Box kostet 10 Euro. Farbe bekennen für natürliche, schöne Beauty-Momente. Und ich habe noch nie eine Lavera-Box oder eine Schön-für-mich-Box gewonnen. Deshalb bin ich echt froh. Oder vom Müller die Box. Ich weiß nicht, wie die nochmal hieß. Gucken wir mal, was hier Schönes da ist. Da kommt ein so ein Heftchen mit bei. Da stehen dann wohl die Preise. Dann blätter ich mal auf und fange mit dem ersten Produkt an. Das erste Produkt ist ein Blush. Den öffne ich auch gerade mal. Und swatch sie, weil ich würde sie schon gern testen. So sieht sie aus. Also von der Aufmachung sehr schön. So, der Blush, der kostet knapp 6,50 Euro. Ich swatch das auch mal. Bin gespannt. Ja, ist sehr dezent.
Aber bin gespannt, bin gespannt, ob im Winter, jetzt im Sommer wird es mir wahrscheinlich wieder zu hell sein. Aber bin echt gespannt, wie das dann sich auswirkt auf meiner Haut und wie lange es hält, weil das ist ja auch wichtig. Weil so, wenn ich jetzt das abreibe am Finger, habe ich immer noch die roten Pigmente. Also denke ich, vielleicht hält es doch ein bisschen besser. Dann haben wir eine Quattro-Palette, oder ich habe eine Quattro-Palette bekommen. Da können wir auch gerade mal. Das Video war ja jetzt gar nicht geplant. Also ich hatte schon ein Video vorab gedreht und dachte, gut, so viele haben schon ihre Lavera-Box bekommen, dass ich dann euch das halt auch zeige. Naja, gut, also sehr gut pigmentiert ist es ja nicht gerade. Nur die dunkle Farbe. Die anderen zwei sieht man, finde ich, kaum. Aber es kann auch sein, vielleicht einfach mit Eyebase drunter arbeiten und ja, mal gucken. Jetzt muss ich gerade die Finger erst So, die säubern. Quattro Palette, die würde kosten 5,99. Ich würde sie jetzt so auf Anhieb nicht nachkaufen, weil schon beim Swatchen sehr, sehr, sehr unpigmentiert ist, würde ich sagen. Aber gut. Also für 6 Euro wäre es das Geld bisher nicht wert. Dann ist da ein Lippenstift dabei. 5,50 €. Mal gucken, ob ich es aufkriege. Ja. So. Das ist die Nummer 36 Beloved Pink. Riecht so ein bisschen nach Honig, glaube ich. Von der Farbe her sieht es schön aus. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich dann auch öfters mal tragen würde. Ich muss mir echt aber mal so eine Art Box zusammenstellen mit Produkten, die ich auf jeden Fall mal häufiger benutzen muss. So ältere Sachen zum Beispiel, weil das vergesse ich dann doch schon oft und meist steht dann irgendwas in der Ecke und ist vergessen. So, dann kommt eine Handcreme, die öffne ich aber jetzt noch nicht. Ich zeige sie euch nur, weil ich habe derzeit 1, 2, 3 Handcremen in Anwendung. Eine im Büro, eine hier im Schminkzimmer, eine am Bett. Und deshalb lasse ich sie erstmal zu. Die ist bis 2020 auch haltbar. Das heißt, ich kann mir sehr lange Zeit lassen. Intensive Pflege, Basis sensitiv. Mandelöl und Shea Butter. Da bin ich gespannt. Weil ich glaube, das könnte gut riechen. Für 2,99 €. Dann für 9,99 € und die Lavera-Box, die hat ja schon 10 € gekostet. Das heißt, theoretisch habe ich nur das Serum bezahlt und alles andere ist kostenfrei, kann man so sagen. Hydro-Effekt-Serum, intensive Feuchtigkeit und schützt vor Umwelteinflüssen. Einflüssen. Sieht so aus. Ist ein Pumpspender. Mag ich ja sehr gerne so einen Pumpspender. Und ja, 9,99 € Bio-Alge steht hier. Gut, bin ich auch gespannt. Wie lange bist du denn? Auch bis 2020. Das ist schön. Sowas mag ich. Dann kommt ein Duschgel und für 3,99 € 200 ml. Huch. Bio Malve und Bio Weißer Tee steht hier. Riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ich es jetzt bei DM in der Hand hätte, oder ich weiß nicht, wo es Lavera gibt, wenn ich das in der Hand hätte, würde ich jetzt vom Duft her das nicht nachkaufen oder vor Ort dann kaufen. Aber ich bin gespannt, was es mit der Haut macht, denn das ist ja eigentlich die Hauptsache oder das ist so das Wichtigste für mich selber. Dann 3,99 € kostet auch das Shampoo, Volumen- und Kraft-Shampoo, Orange und grüner Tee. Ich weiß nicht, Shampoo für 3,99 € aus der Drogerie. Oh, aber das riecht wie Orangensaft, aber in einer süßen Version. Das lege ich mir aber auch zur Seite, denn das werde ich definitiv dann auch bald testen, nachdem ich Google weiterhin getestet habe.
kann ich dann auch mehr dazu sagen. So, dann war es das auch schon. Es sind noch Proben. 2 Antifalten-Feuchtigkeitscreme-Proben. Dann 2 Eye-Cream-Illuminating-Proben mit Koffein. Und 2 Sleeping-Cream-Re-Energizing. Und das ist super. Also das habe ich mal über Nacht getestet, schon bei der ersten Anwendung. Da hatte ich auch so ein Tütchen, aber ich hatte 3 Tütchen. Aber schon nach der ersten Tüte hatte ich das Gefühl, ja, es hat was gemacht mit meinem Gesicht und kann es definitiv jetzt schon empfehlen. So, dann packen wir mal alles hier zusammen. Und ich habe bisher noch nie ein Lavera-Produkt intensiv getestet. Wie gesagt, so Pröbchen ja, aber nicht intensiv. So, weiter geht's. Wir sind noch nicht fertig und das Video ist schon so lang. Mir wurde zugeschickt von Procter & Gamble. Ich weiß nicht, warum die mir das zugeschickt haben. Vielleicht habe ich mich irgendwo mal beworben. Ich habe keine Ahnung. Von Lenore Unstoppable Wäscheparfüm. Das hatte ich so oft schon an Lenore selber dran gehabt, an diesen Weichspülern. Also es ist ein Luxusprodukt. Man braucht es nicht unbedingt, aber es ist schon gut, hält länger frisch. Und Ariel, die Dinger verfluche ich ja. Die haben ja meine weißen Handtücher verfärbt. Werde ich definitiv nicht benutzen. Das werde ich weitergeben. Oder im Geschäft, da haben wir dunkle Handtücher, schwarze Handtücher. Und vielleicht da benutzen. Aber nicht mehr zu Hause, mache ich nicht mehr. So, von L'Oreal habe ich ein paar Sachen im Bereich Friseur oder ich weiß nicht, ob das auch frei zu verkaufen ist oder frei erhältlich ist. Da fehlt aber irgendeins. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt hier. Findet sich bestimmt. Next Day Hair. Und hier steht ja auch nichts auf Deutsch. Ich gehe davon aus, dass es ein Haarspray ist. Ich habe auch eine Mini-Version. Ich muss sagen, die fand ich jetzt nicht so gut. Vom Geruch auch nicht so gut. Hält auch nicht lange. Gut, es steht auch Stufe 1, aber vom Duft spricht es mich gar nicht an. Ich stelle es mir erstmal zur Seite, mal gucken, wann ich das kleine leer kriege, ob ich das dann weiter benutze oder ob ich es weitergebe. Ich habe hier noch einen Volumenschaum in der Stärke 5. Schaumfestiger mag ich ja auch nicht so gerne, aber ich wäre bereit, es mal zu testen. Meine Sorge ist einfach, wenn es mir nicht gefällt, wem will ich einen angebrochenen Schaumfestiger schenken? aber extra Strong Hold Volume Mousse. Also da überlege ich es mir auch nochmal. Und wenn, seht ihr das bei den ausgemisteten Videos, dass ich es dann doch nicht benutzt habe. Shower Shine. Keine Ahnung. Was ist das denn? Hier steht sogar Tester. Not for Resale. Shine Spray. Ja, vielleicht so ein Glanzspray. Ja, Glanzlackspray. Das heißt, es festigt und gibt einem einen Glanz. Das hat die Stufe 2. Bin ich auch gespannt. Bleiben wir mal bei Styling. Habe ich 2 Stück. Leute, schreibt doch ganz klein auf Deutsch irgendwas. So hinten steht sowas Kleines. 72 Stunden Volumenkontrolle mit natürlicher Bewegung, Antifrisseffekt. Okay, da ist Creme und Gel drin. Dramatisches Volumen mit einem samtweichen Föhnergebnis schützt vor Luftfeuchtigkeit. Muss ich mich weiter mal damit befassen, mal bei Google mal eingeben oder keine Ahnung, vielleicht kann man mal bei der Firma anrufen, mal nachfragen, was das gute Stück denn machen kann. Was ich auch bekommen habe, ist Blondierpulver, aber das ist so ein riesen Pott, das habe ich jetzt im Geschäft gelassen, das werde ich dann da noch testen, bei Kunden oder bei mir selber dann, weil ich färbe meine Haare ja meist nicht zu Hause. Sonst ist hier alles Chaos im Waschbecken und alles. Oder in der Dusche. Dann lieber an so einem Friseurwaschbecken, da ist angenehmer. Absolut Repair Shampoo
und Prokeratin Refill. Hier steht auch sogar auf Deutsch. Prokeratin-Shampoo mit Keratin-Auffüller für strukturgeschädigtes Haar. Und hier steht es wieder nicht auf Deutsch. Aber gut, es ist halt ein Repair-Shampoo. Braucht man ja nicht großartig viel zu sagen. Also vom Duft her, ich meine, L'Oreal-Gesichtsprodukte oder die Schminkprodukte, die riechen immer sehr gut. Aber vom Shampoo her riecht nur der hier gut. Der riecht gut. Da bin ich auch gespannt. Mal gucken, wann ich dazu komme, das auch mal zu testen. Von Garnier habe ich auch so einen Produkttest gewonnen. Ich und 22.221 Leute. Ich bin ja die 22. Hautklar sensitiv, Anti-Unreinheiten, seifenfreies Waschgel und hautklar sensitiv, anti-unreine Unreinheiten, beruhigende Feuchtigkeitspflege. Ich habe keine Unreinheiten, aber das Waschgel und das andere behalte ich mir mal. Es kommt doch schon mal vor, dass ich ein, zwei Pickel habe, aber da brauche ich nicht so ein großes Produkt bei mir stehen, sondern so Sachets sind perfekt für ein, zwei Mal anwenden. Es ist genau richtig. Also ihr seht, gegen Ende kommen jetzt hauptsächlich nur Friseurprodukte, die ich so gratis bekommen habe. Von der Firma Goldwell, Feuchtigkeitsschutzspray von Kerasilk. Das riecht halt wie das Parfüm auch. Ach. Getestet habe ich es noch nicht, mal gucken. Dann von der Firma Olaplex, da habe ich bei Facebook mich nicht angemeldet bei Olaplex, sondern es wurde angeboten, man kriegt so ein Testpaket und dann wurde mir das zugeschickt. Ich habe einfach über Facebook meine Adresse eingegeben, wobei ich das auch nicht gerne immer mache, weil ich nicht weiß, ob es ein Trojaner ist. Aber da habe ich Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Ich habe Olaplex selber noch nie getestet. Es ist einfach so, dass Olaplex nicht an erster Stelle in Deutschland steht. Wenn ihr das bei Google eingibt, sind die, glaube ich, auf Platz 3, wenn nicht sogar mehr abgerutscht. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Bin aber trotzdem gespannt, ob man was spürt. Ich habe im Geschäft benutzt, oder bei mir ab und zu benutzt, Keraflex. Ich glaube, die waren Platz 1 oder Platz 2. Letztes Jahr, meine ich, ist es. Und ja, damit war ich eigentlich recht zufrieden. Jetzt kommen nochmal Styling-Produkte, sage ich mal, wo ich auch was von gewonnen habe. Und zwar zweimal Voluminizing Spray von KMS at Volume, KMS California. Das ist so eine Art Tochtergesellschaft, sage ich mal, von Goldwell, glaube ich. Ja, bisher habe ich die Shampoos und die Spülungen getestet oder halt mal gekauft und dadurch ja dann getestet. Die fand ich sehr gut. Man muss halt nur für sich selber herausfinden, welches passt einem. Aber ich bin hier froh, dass es Volume ist. Das werde ich definitiv ausprobieren und ich glaube, ich kriege noch ein Paket von denen in 2 Monaten ungefähr. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich dann mal schauen. Dann drehe ich das natürlich auch nochmal ab. Bodybuild Detangler. Pflege und Fülle ohne zu beschweren. Ist ein 2-Phasen-System, auch für Volumen. Das muss man dann schütteln und dann wohl in die Haare sprühen. Aber damit muss ich mich auch nochmal näher befassen. Ja, ein Produkt, was ich nicht brauche. Flexibler Halt und Struktur. Molding Paste. Hair Play. Das lese ich aber jetzt mal hinten. Ja, das ist sowas, ja, Paste, gut, klar. Das ist sowas wie Wachs, halt nur so in cremeartiger Form. Ein bisschen fester auf jeden Fall von der Konsistenz. Man riecht nichts draus. Aber das frage ich mal, ob einer der Jungs das benutzen möchte. Ansonsten, vielleicht kann ich das ja auch irgendwann mal verlosen. So Sachen, die ich nicht brauche und die kein anderer von meinen Verwandten, Freunden haben wollen, wird dann verschenkt. Verlost, meine ich, sorry.
Dry-Wax, definierter, lässiger Lux. Das müsste ein Sprühwachs sein. Wenn es das so ist, mag ich Sprühwachs sehr gerne. Also ich habe immer die von Goldwell selber benutzt. Die mag ich sehr gerne. Ja, muss man gucken. Hat auch Stufe 3 von 5 und bin gespannt. Davon habe ich aber, meine ich, 2 Stück auch schon weggegeben. Oder 1. Ich weiß es gerade nicht. 1 oder 2 habe ich weggegeben. Weil so viel verbrauche ich ja nun auch nicht mit den ganzen Haarsprays, die ich habe. Und ja, das war es auch schon. Ich bin ein bisschen erschöpft vom vielen Reden. Aber wenn ihr irgendein spezielles Produkt unbedingt getestet haben oder eine Review dazu haben möchtet, dann teste ich das natürlich für euch und werde euch natürlich ganz schnell eine Review dazu abdrehen. Ansonsten müsst ihr halt leider warten. Ich versuche die immer so nach der Reihe zu benutzen, aber dann kauft man auch noch ein irgendwas bei DM oder Rossmann und dann will man das benutzen. Und ich meine, gut, Haarspray etc. wird ja nicht schlecht, wenn man es einmal anbricht. Oder Shampoo oder Duschgel. Das ist etwas, was ich ja theoretisch auch schnell aufbrauchen kann. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, das Shampoo oder das Duschgel, bitte testet es, dann mache ich das. Dann ist es kein Problem. Aber so Gesichtscreme, da bin ich so ein bisschen penibel. Wenn es einmal offen ist, muss ich so schnell wie möglich gucken, dass ich es halt auch aufbrauche. Jetzt habe ich natürlich durch andere Produkttests so viel Gesichtscreme oder halt Vergleichstest, habe ich auch so viel offene Gesichtscremes oder Tester oder was auch immer. Und irgendwann muss ich halt auch aufhören und sagen, nein, stopp, bis hierhin. Jetzt verbrauche erstmal alles und ja, ne? Zu viel geredet. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo nach oben vor allen Dingen, ein Abo nach oben da lassen würdet. Ein Abo und einen Daumen nach oben. Super würde ich mich auch natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lassen würdet. Die Friseurbereichskategorie, die könnt ihr leider nicht gewinnen. Können halt nur Friseure dran teilnehmen. Aber ich dachte, ich zeige euch die Produkte, vielleicht interessiert euch irgendwas, weil es ist ja frei verkäuflich dann, ne, beim Friseurbedarf. So, dennoch viel gequatscht, eine schöne Restwoche und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!